aus. Wer hier den nächsten Fehlstart macht, der muss ein Eis ausgeben, der ganzen Gruppe. Also nur ein Fehlstart. Aber es wird auch durchgesprochen, ne? Wer den nächsten Fehlstart macht, muss ein Eis ausgeben, okay? Auf die Plätze. Fertig, los! Da will aber keiner ein Eis ausgeben. Komm, Elias, komm! Herr Wendel von TSV Bayern Leverkusen, ebenso von Rechtsanwalt Maxi Rogge. Und wenn ich richtig gekommen bin, Elias Tönnes mit seinem allerersten Wettkampf, genauso wie Finja Wuster vom TSV Bayern. Die Edith vorbeigebracht werden, schaut euch das an, das ist doch herrlich. Und nachher sind wir mitgekommen, genau das ist es heute zusammenpacken. 37 von Nico Wachstein mit das Leben, der erste Einladung an den Kabellen, die Bahn 6, Bobo, wir haben zwei Schnitzer. Und dann ist es Maxi Rogge. Der hat eben auch sehr unterwegs, wirklich seit vielen Tagen der Prothese-Athlet mit der 69-Kommandeur, Elias Tönnes. Bringt das Ding gezielt, sein allererster Wettkampf über 55 Meter. Den merken wir uns, da ist das Ziel, ja! Ja, zurück zur Mama, der allererste Wettkampf, Finja und Elias. Wer bist du denn? Finja. Finja? Okay, und du bist jetzt zum allerersten Mal bei einem Wettkampf mit deiner Prothese gestartet, ist das richtig? Glaub schon. Wie viele Meter bist du denn heute gelaufen? 75. Und wie war das? Gut, aber ich war fast Letzte. Nein. Ich war die Zweitletzte. Ein Junge war noch hinter mir. Okay. Aber die anderen waren auch älter teilweise. Als genau. Und hat es Spaß gemacht? Und erzähl uns mal, trainierst du denn hier in Leverkusen oder? Nee, ich wohne in Eschwege, bin nur dieses Mal hier. Okay, und trainierst du denn regelmäßig Leichtathletik? Nee, das ist erst ab 9. Erst ab 9, wie alt bist du denn? 7. 7 erst, okay, musst du also noch ein bisschen warten. Und was machst du in der Zwischenzeit? Trainierst du für dich allein? Nö, ich spiele Handball. Okay. Und auch ab und zu mal. Und was macht mehr Spaß, Handball oder Leichtathletik? Eigentlich beides gleich. Okay. Ja, erzähl mal, weil wie bist du denn zu deiner Prothese gekommen? Hast du die schon immer gehabt? Als ich 3,5 war. 2,5. Okay. Ist das so mit einer Prothese? Wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich habe ja keine. Gut. Ist gut? Und da ist eine ganz coole Sprungfeder drin, mit der kann ich immer richtig gut springen. Und hätte ich noch eine andere Prothese, hätte ich einfach mich hinstellen können und müsste nur Anlauf holen. Und dann einfach beide zusammen und boing, boing. Boah, dann hast du also mit deiner Prothese Superkräfte. Wow. Werden wir deinen Weg verfolgen. Vielen Dank und bis bald mal wieder. Bis bald.